Moin Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir schauen uns heute mal eine Tinbox vom Pokémon Trading Card Game an. Ich habe ja ab und zu hole ich mir ja mal ein paar Booster und ich zeige euch mal meine Fails, dass ich in den Boostern nie was Gescheites drin habe. Wir haben hier die Tinbox mit Quajutsu als EX-Karte und ja, gucken einfach mal rein. Das wird jetzt natürlich nicht das Video, was jetzt hier jede Woche kommen wird. Das ist einfach mal just for fun. Ich habe übrigens bei Solution mal ein Yu-Gi-Oh! Booster Pack Opening mir angeguckt. Fand ich auch ganz interessant. Von daher, ups, da fliegt die Karte schon mal weg. Schauen wir mal hier rein. Und zwar ist das hier so eine EX-Card von Greninja. Ich hoffe, man kann das hier irgendwie deutlich erkennen, ich glaube ja. Genau, und jetzt gucken wir uns mal die vier Booster an, die hier am Start sind. So, als erstes ist hier ein Hurtgold und Hurtgold und Silver Triumph Pack drin. Ich verstehe zwar gar nicht warum, weil die anderen Teile sind EX. Und wir packen das jetzt einfach mal aus. Und dann machen wir es mal wie die Pros. Oder versuchen zumindest, geil, ich krieg's schon mal nicht auf. Wie die Pros hier die Holo-Karte nach hinten zu schieben. Ich muss erst mal gucken, wie das hier ist. Was ist denn das hier für eine Karte? Ah ja, okay. Also die drei müssen Klobe weg. Und dann nach vorne. Und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Also, wir haben hier Alpollo. Dann den Supporter Schwarzgurt. Dann haben wir Dragonier. Dann haben wir Pionskora. Oh Gott, ich sehe schon da hinten, wir haben einen ganz guten Pull. Nidoran. Dann haben wir Bronze. Dann haben wir Dragosso. Voltoball. Nice. Elektroball, ist das Full Art? Hier ist gar nicht. Elektroball Holo. Und ein Elekid. Und lustigerweise ist Elekid eine Rare. So viel dazu. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine EX-Karte. Guckt euch das mal an. Die sieht ziemlich stylisch aus. Aber ich meine, der Pick ist gar nicht so schlecht. Also das ist jetzt keine Full Holo. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne mich jetzt auch nicht so genau aus. Und machen wir mal das nächste Pack auf. Das ist hier mit Pyro Leo am Start. Wir legen die mal hier zur Seite so. Ah, da haben wir schon mal Roserade. Ne, Roselia. Okay, das ist hier so ein Download-Code. Wenn ihr wollt, gebt den ein. Ich zeige mal kurz. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist für das Pokémon Online Trading Card Game. Viel Spaß damit. Und die ersten drei machen wir wieder. Und das Lustige ist, ich glaube, ich habe es sogar richtig gemacht. Also, einmal hier Roselia. Cooles Art, finde ich. Viscora von Viscogon, die Unterentwicklung. Dann ein Flabibi, eine Fee. Fee ist ja jetzt neu dazugekommen. Dann Ganoville, Arctip, Trainer Fordelis, Biskurgott. Ich hätte ja gerne Gudra als Karte. Trickschaufel. Dann ein Luxtra Holo. Ist das eine Rare? Ja. Sogar eine Rare. Und ein Fermicula. Toll. Okay, der Pick war jetzt nicht so geil. Aber Luxtra, geiles Pokémon. Gucken wir uns hier nochmal an. Sieht schon ziemlich nice aus. Nächstes Pack. Das vorletzte. Hier mit Glurak X drauf. Mal sehen, ob wir hier eine
EX-Karte noch pullen können. Das wäre richtig geil. Zack. Hier nochmal hier so ein Download-Code für euch. Guckt einfach rein. Bitteschön. 1, 2, 3. Die werden nach hinten gepullt. Und wir haben hier Raupi. Iguana, finde ich ganz cool, das Artwork. Rapidash, Ponita. Ne, es hieß gar nicht. Rapidash ist, glaube ich, auf Englisch Galoppa. Bitora, so hässliches Pokémon und die Weiterentwicklung ist auch mega hässlich. Bamelin. Miltank. Ich hasse dieses Vieh, gegen das online zu zocken. Dann Galoppa. Auch cooles Artwork, muss ich sagen. Feurige Fackel als Trainer-Card. Oh, nee, oder? Ferminkula als Holo. Ist das eine Rare? Ja, ist sogar eine. Warum ist das eine Rare, ey? Aber das sieht ganz cool aus. Mit diesem Stahl hier. Und ein Sneebuna. Ich sag ja, ich habe immer kein Glück, was diese Picks betrifft. Und hier unser letztes Paket mit dem Legendary aus Y. So. Oh, hier nochmal ein Code für euch. Zack. Und wir pullen wieder 1, 2, 3. Und haben hier Finks. Datiri, Kladiantri, hässliches Artwork, finde ich. Oh, wir haben die EX-Card, glaube ich. Spoink, das ist auch ein hässliches Pokémon. Eneko, Schattenkreis als Trainerkarte. Krabbit, geil, ich liebe Krabbit. Geiles Pokémon, ey. Das hätte ich gerne in Holo. Krabbit. Kokuna. Roller Skates Holo. Und geil. Xerneas EX. Das ist ein guter Pull. Nice. Das sieht nice aus, ey. Xerneas EX. Und hier unseren Elektroball. Das sind, finde ich, ganz coole Pulls. Und natürlich haben wir unser Greninja, Moment. Aber das ist ja eine Standardkarte. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wie gesagt, das ist nur just for fun. Ich werde das aber immer mal machen, wenn ich mir ein paar Pokémon Booster kaufe. Aber das kommt jetzt nicht jede Woche oder so. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Tschaußen.